Und dass ihr hier seid oder auch hinter dem Bildschirm die Möglichkeit habt, hier zugeschaltet zu sein und an diesem Abend auch von zu Hause aus dabei zu sein. Wir freuen uns für diese Möglichkeit. Und bevor es so richtig losgeht, möchte ich noch ein paar Ansagen machen und ja, dann soll es losgehen. Corona ist nach wie vor ein Thema. Wir müssen alle Leute, die hier sind, aufzeichnen, also festhalten, dass ihr hier seid. Und deswegen möchten wir euch bitten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr bei der Begrüßung noch keinen Zettel bekommen habt oder genau, das noch nicht erfolgt ist, dann dürft ihr entweder einen Zettel ausfüllen, die liegen dort hinten mit euren Adressen, oder ihr dürft auch die Luca-App, wenn ihr die habt, nutzen, um euch für diesen Abend quasi anzumelden oder einzuloggen, dass ihr hier seid, dass wir eure Daten haben. Genau. Ansonsten wollen wir es so handhaben, dass ihr auf dem Platz gerne die Maske abnehmen dürft. Und wenn wir Lieder singen und ihr gerne mitsingen möchtet, dann seid ihr dazu herzlich eingeladen, aber dann bitte wieder mit Maske. Genau, das war es eigentlich auch schon zu diesen Regeln. Und ja, ich freue mich, dass wir an diesem Abend mit einem schönen Thema anfangen dürfen, und zwar Freude, sich wie im Himmel fühlen. Und ich weiß nicht, ob, wenn ich euch jetzt frage, ob ihr das so wiedergeben würdet, freut ihr euch, fühlt ihr euch wie im Himmel? Ich muss für mich sagen, der Tag war heute sehr stressig und immer wenn man Stress hat und Verantwortung irgendwo trägt und Dinge entscheiden muss, dann sackt die Freude immer mehr so ein Stück ab. Und man muss sich immer wieder ja, bewusst werden, warum mache ich das? Warum sind wir hier? Und wenn wir das tun, und wir haben das vorhin kurz noch gemacht, dann merke ich einfach, wie Freude wieder da ist, wie Freude ja, wirklich möglich ist, so wie sie im Himmel ist. Es gibt ja das Sprichwort, wie auf Wolke 7 sein, so wie im Himmel, im siebten Himmel sein, so typisch für Verliebte, aber auch einfach bloß ein Ausdruck dafür, oh, ich freue mich total, ich bin total überglücklich, überschwänglich gut drauf. Und das Thema ist schon ziemlich herausfordernd, weil die Frage im Raum steht, ist das wirklich möglich? Ist es wirklich möglich, so eine Freude zu haben? Und ich freue mich, dass wir darauf heute eine Antwort bekommen werden. Und wir haben an diesen Abenden Markus hier, Markus Wesch, der wird gleich hier vorne stehen, später. Aber er wird die Abende und die 10 Vorträge halten. Und ja, wir sind dankbar, dass du hier bist. Das ist 2 Jahre lang geplant gewesen. Du bist ziemlich voll gepackt, bist viel unterwegs und darfst deine Zeit investieren, um solche Vorträge zu halten. Und wir freuen uns, dass du jetzt hier bist und dass wir etwas von dir zu diesem Thema hören dürfen.
Und ja, jetzt wollen wir auch beginnen, wollen mit einem Lied starten. Und ja, die Band darf gerne nach vorne kommen. Und ihr dürft, wie gesagt, gerne mitsingen, aber dann mit Maske. Ja, da kann man einfach nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Und ja, wenn man das singt, dann ist natürlich auch die Frage im Raum, erlebt man wirklich auch Wunder? Erlebt man Gott auch wirklich? Kann man Gott erleben? Wie sieht das aus im Alltag bei jemandem? Und ja, wir wollen jetzt ein Zeugnis hören von Sören, wie er das erlebt hat. Und Sören, ich möchte dich bitten, dass du nach vorne kommst. Ja, und uns einfach teilhaben lässt an deinem Leben. Ja, ich kann erzählen, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Das heißt, ich habe keine christlichen Kindergeschichten nachts gehört. Ich habe sonst auch nichts groß mit dem Glauben zu tun gehabt. Ich bin nicht in die Kirche gegangen und Weihnachten war für mich ein Feiertag, weil der Weihnachtsmann kam. Meine Kindheit war ab dem 10. Lebensjahr eine harte Kindheit. Meine Mama ist gestorben, als ich 10 Jahre alt war. Und da fragt man sich schon, warum muss das sein? Und wo ist der Sinn im Leben und was ist mein Sinn im Leben, meine Daseinsberechtigung? Auf die Frage habe ich erstmal keine Antwort erhalten. Und ich habe den Sinn darin gesucht, erstmal gut zu sein in den Dingen, die ich tue. Ich war gut in der Schule, war sehr erfolgsorientiert. Ich wollte große Karriere machen und soweit lief das ganz gut in der Schule. Auch im Privaten, würde ich sagen, sind in ein soziales Brennpunktviertel gezogen und da bin ich aufgestiegen zum
Clanführer einer kleinen russischen Truppe. Hab mich dann nicht so korrekt verhalten, wie ich im Nachhinein sagen würde. Also waren Stegereien verwickelt, Drogen gedealt, Bomben gebaut. Und da war ich gut drin. Aber wirklich befriedigend war das nicht. Und wirklich sinnstiftend war es auch nicht, was ich tat. Naja, ich habe mir nicht viel weiter Gedanken drüber gemacht. Und eines Tages, ich kann gar nicht genau sagen, was der Anlass war, habe ich das Bedürfnis gehabt, eine Bibel in die Hand zu nehmen. Bei uns im Schrank lag irgendwo so eine verstaubte Bibel, die von den Großeltern weitergegeben wurden. Und ich weiß wirklich nicht, warum. Ich habe mir die genommen und darin gelesen. Und das, was ich darin gelesen habe, hat mich total umgehauen. Das hat mich überzeugt. Ich habe erkannt, dass das richtig ist, was da drin steht. Ich bin ja natürlich ein nachdenklicher und manchmal ein bisschen skeptischer Mensch. Ich habe recherchiert, gelesen zu verschiedenen anderen Weltreligionen, aber nichts hat an meiner Erkenntnis gerüttelt. Das, was da drin stand, war richtig. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe Jesus Christus angenommen. Und ab dem Punkt habe ich gemerkt, dass ich in mir drinnen eine innere Zufriedenheit, eine Freude merke, die ich vorher nicht hatte. Ich habe mich bedingungslos angenommen gefühlt. Und auch gemerkt, dass was ich alles vorher gemacht habe, das war ein Quatsch. Das muss man nicht machen, soll man nicht machen und macht auch gar keinen Sinn. Mein Leben hat sich dann geändert. Das ging nicht schnell und nicht abrupt, sondern ich war ja noch in meinem sozialen Kontext drin, in diesem Brennpunktviertel. Aber mit der Zeit bin ich immer weiter im Glauben gewachsen und habe gelernt, was es heißt, ein bisschen mehr Jesus Christus nachzufolgen. Letztendlich ist das ein Prozess, der dauert und ich habe die ganzen kriminellen Machenschaften aufgegeben. Ich habe meinen Sinn nicht mehr in der Karriere gesucht. Und dennoch hat mir Gott, würde ich sagen, Erfolg geschenkt im Studium, familiär. Meine Frau, mein Kind sitzen da vorne, denen ich glücklich verheiratet bin. Ja, letztendlich kann ich sagen, dass Gott mein Leben enorm verändert hat. Und ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich diese Erkenntnis habe. Ich wusste damals nicht sofort, warum habe ich dieses Bedürfnis, in der Bibel zu lesen. Im Nachhinein weiß ich, Gott hat mir das geschenkt. Es war ein Prozess zu reifen und ich bin total dankbar, diese Erkenntnis zu haben und dass ich ein Kind Gottes bin und mir vergeben ist. Ich wachse noch weiter im Glauben, sicherlich, aber es ist so unglaublich, was Gott in mir bewirkt hat. Das ist mein Zeugnis. Vielen Dank, Sören, für diesen Einblick in dein Leben, in dein Herz, wie du erleben durftest, dass Gott dir Frieden geschenkt hat und auch Freude geschenkt hat, dass du hier heute Abend bist. Vielen, vielen Dank. Es ist ein Geschenk, auch für uns. Und ich möchte jetzt einfach überleiten zum nächsten Lied. Und würde gerne aber vorher noch einmal beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben dazu. Vater, wir möchten dir Danke sagen für diesen Abend. Und wir möchten dir von Herzen Danke sagen für die Möglichkeit, hier zu sein und Gemeinschaft zu haben. Wir möchten dir Danke sagen, dass wir auch miteinander Gemeinschaft haben, dass Sören gerade sein Zeugnis erzählt hat, dass wir hören durften, wie du sein Leben verändert hast. Und das ist so genial, da schenkst du Frieden in dein Herz hinein, da wo vorher Aufgewühltheit war, da wo vorher einfach so ein Hunger nach irgendwie Aufmerksamkeit oder nach Karriere oder was auch immer war. Danke, Vater, dafür. Danke, dass wir das hören durften, dass es das einfach auch ermutigt. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Abend in deiner Hand hältst, dass du uns auch ansprichst, unser Herz ansprichst und dass wir einfach erleben dürfen, dass Freude möglich ist in unserem Leben, dass wirklich tiefe Freude in unserem Herzen möglich ist durch dich. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir
ja, heute Abend darüber hören dürfen, dass Markus hier ist und dass wir ja, so ein Stück aus deinem Wort hören dürfen. Danke dafür. Amen. Jetzt das nächste Lied singen. Da kann ich nur staunen über Gott. Alles, was hast du gemacht?
Ja, wir waren in den letzten Tagen auch am Marktplatz und haben da einige wenige, allerdings nur Leute befragt zum Thema Freude. Was denken die Menschen? Es sind ja einige Wismaraner in der Stadt unterwegs, es sind Touristen unterwegs. Was denken die zum Thema Freude? Und da haben wir eine kleine Umfrage gemacht, die in keinster Weise repräsentativ ist, aber doch gewisse Tendenzen zeigt. Welcher Begriff passt für die Leute zum Thema Freude? Spaß hat für viele was damit zu tun, aber auch Geborgenheit. Viele empfinden durchaus Freude in ihrem Alltag, ganz viele bei Familie. Andere sagen aber auch Familienfeiern, was ist ja vielleicht auch oft ein Grund, gerade nicht zur Freude. Im Urlaub sagen natürlich auch die Urlauber. Viele Leute üben sich tatsächlich darin und sagen, ja, ich freue mich über viele kleine Dinge, die ich wahrnehme. Und viele erwarten auch irgendwie noch mehr Freude in ihrem Leben. Das ist die vierte, hier unten die vierte Grafik. Eigentlich erwarten sie noch mehr Freude, dass da noch irgendwas kommt. Und auf die Frage, wenn Ihnen jemand, der das wirklich kann, ein richtig dolles Geschenk machen würde, haben so gut wie alle gesagt, ja, das würde ich auch annehmen. Wenn wir vielleicht nochmal die letzte Grafik sehen können. Genau, jemand, der mir wirklich was richtig Tolles schenken kann, wenn der das machen würde, würde ich annehmen. Ein junger Mann sagte, ja, hat er noch nicht drüber nachgedacht, aber alle anderen sagten, ja, dolles Geschenk, nehme ich an. Wo wir jetzt so gedacht haben, ja, Gott möchte uns ganz viel Freude machen, brauchen wir doch jetzt eigentlich nur darauf zu hören, wie er das tun will und was für Freude er uns geben will. Ja, und genau das wollen wir jetzt machen. Wir wollen darauf hören, wie das möglich ist, wie Gott das schenken möchte. Und wir wollen zusammen den Predigttext lesen. Und deswegen liegt auf eurem Platz auch eine Bibel, damit ihr mitlesen könnt. Und zwar wollen wir aus dem Evangelium Johannes diese nächsten Abende Geschichten und Berichte lesen. Und heute wollen wir aus dem zweiten Kapitel etwas lesen. Also Neues Testament im hinteren Bereich, Seite 151. Da beginnt das Kapitel 2, von dem wir jetzt die ersten 11 Verse lesen werden. Und danach wird Markus nach vorne kommen. Dann wird er eine Viertelstunde so eine Einleitung in dieses Thema geben und etwas dazu sagen. Und anschließend wird es eine kleine Talkrunde geben, wo wir dann nochmal auf Fragen eingehen wollen. Also wenn ihr Fragen habt, überlegt schon mal, ihr habt nachher gleich die Möglichkeit, diese auch zu stellen. Ich möchte lesen, Johannes 2, Abvers 1. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Und die Mutter von Jesus war dort. Aber auch Jesus und seine Jünger waren eingeladen. Als dann der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? Entgegnete Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch aufträgt. In der Nähe standen 6 Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu dem Diener, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann befahl er ihnen, nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenchef. Das machten sie. Als der von dem zu Wein gewordenen Wasser gekostet hatte, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht vorher, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten davon. Er sagte zu ihm, jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das erste, das Jesus tat. Damit offenbart er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihm. Ich möchte Sie von meiner Seite auch alle ganz herzlich begrüßen und bin sehr gespannt auf die nächsten 10 Tage, die wir hier miteinander verbringen werden. Mein Name ist Markus Welsch, der ist schon genannt worden, bin heute fast 600 Kilometer mit dem Auto unterwegs gewesen, um hierher zu kommen.
habe also wirklich was investiert und bin von daher voller Erwartung. Ich wohne in Mittelhessen. Meine Familie musste zu Hause bleiben, weil unsere 6-jährige Mathilda vor 2 Wochen in die Schule gekommen ist und es jetzt nicht mehr möglich ist, dass wir solche Touren oft noch gemeinsam machen wegen der Schulpflicht. Unsere andere Lotte ist 4 Jahre alt und ich habe eben gedacht, bei der letzten Frage, die den Leuten hier in Wismar gestellt wurde, wenn dir etwas geschenkt würde, etwas Großartiges geschenkt würde, würdest du das annehmen? Was glaubt ihr, was unsere Kinder auf diese Frage antworten würden? Da gibt es nur eine Antwort. Ja! Und wenn sie etwas geschenkt bekommen, was ja nun oft vorkommt, Verwandtschaft und so, dann ist das Erste, was sie machen müssen, das auch mitzuteilen. Papa, schau mal, was ich geschenkt bekommen habe. Sie freuen sich über Geschenke, Freude, die durch so kleine Präsente ausgelöst wird. Und dann sagt man ja auch, das ist auch ein Sprichwort in diesem Zusammenhang, geteilte Freude ist doppelte Freude. Deswegen teilen die das mit. Wenn sie eine Milka geschenkt bekommen, ist eine geteilte Milka eine halbe Milka. Wenn ich also zu Mathilda sage, gibt der Lotte auch was ab, das ist eine halbe Milka. Aber bei Freude ist das anders. Ja? Freude verdoppelt sich und vielleicht, wenn man mehrere Leute Anteil nehmen lässt an seiner Freude, vielleicht vervielfacht sie sich sogar. Das mag bei Familienfeiern so sein. Interessant, dass das geantwortet wurde, dass Familienfeiern für viele im Zusammenhang mit Freude genannt wurde. Zur Not lässt man bei einer Hochzeit andere Anteil nehmen an der eigenen Freude. Was heißt zur Not? Ja, also das ist ein sehr schöner Anlass, andere mit hineinzunehmen in das eigene Erleben und gemeinsam eine Hochzeit zu feiern. Und dann haben wir jetzt gerade in der Bibel gelesen, dass Jesus zu genau so einem Anlass eingeladen worden ist. Und das zeigt mir schon mal, dass Jesus ja ganz offensichtlich keine trübe Tasse war. Wen lädt man denn ein zu einer Hochzeit? Da lädt man Leute ein, die man mag. Da lädt man Leute ein, wo man weiß, dass da auch ein bisschen gute Laune aufkommt. Und ich glaube nicht, dass Jesus jemand war, der jetzt nur so vor Theologie triefte und der also ansonsten mit dem konnte man nicht viel anfangen, sondern man hat mit Überzeugung Jesus zu dieser Hochzeit in Kana eingeladen. Er nimmt diese Einladung an, obwohl er sich hier am Anfang des Johannesevangeliums gerade auf sein offizielles, öffentliches Auftreten vorbereitet und damit auf den Auftrag, der ihm von seinem Vater im Himmel gegeben worden ist. Das war ein großer Auftrag. Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Welt zu erlösen. Also der Name Jesus bedeutet, Gott wird retten und es ist der Auftrag von Jesus gewesen, dass er kommt, um uns Gutes zu tun in unserer Seele und uns Erlösung, Befreiung schenken möchte, so dass wir uns freuen können, so wie uns das Sören aus seinem persönlichen Erleben mitgeteilt hat. Und darauf hat Jesus seine Gedanken 30 Jahre lang konzentriert, seine Gebete darauf konzentriert, seine Kräfte auf diese Aufgabe konzentriert. Und trotz dieses großen Auftrages nimmt er sich jetzt Zeit, wandert von Jericho nach Kana, um dort eine Hochzeit mitzufeiern. Nun, wenn man Jesus einlädt, dann kommt er. Jesus ist nicht zu beschäftigt, dass man meinen könnte, naja, der ist ja im Himmel mit so vielen Dingen, also auf die vielen Gebete, die er da antworten muss oder so. Wenn ein Mensch Jesus einlädt, dann kommt er auch. Und wenn du Jesus einlädst und sagst, wenn ich das so von Sören höre, einer, der ähnlich aufgewachsen ist wie ich und vorher nichts mit Kirche und Gott am Hut hatte, wenn so jemand also eine Begegnung mit Jesus hat, dann möchte ich das auch versuchen. Und wenn du es dann mal mit einer Einladung versuchst, Jesus, wenn es dich geben sollte, dann komm in mein Leben. Ich bin überzeugt davon, dass er auf diese Einladung sogar wartet. In der Offenbarung, das ist das letzte Buch im Neuen Testament, da finden wir im 3. Kapitel einen Vers. Muss der Präsente noch eingeschaltet werden, oder? An der Seite.
Ihr seid sparsam, was Batterie angeht. Sehr gut. Also geteilte Freude ist doppelte Freude. Und im letzten Buch des Neuen Testamentes, Offenbarung Kapitel 3, da steht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und so eine echte gute Gemeinschaft, die kann man bei einem gemeinsamen Essen empfinden. Jesus möchte mit dir zu tun haben, möchte Gemeinschaft mit dir haben und dir Freude schenken. Es scheint mir, als erlebten nur wenige Menschen in unserer Gesellschaft echte Freude. Du hast von dem Stress erzählt, den du heute in der Firma hattest. Andere haben den Stress in der Familie oder die kommen einfach nicht klar mit dem, was weltpolitisch abgeht. Und die vielen Krisen sind schon erdrückend und nehmen uns die Freude am Leben. Und da gibt es eben auch Leute, die irgendwo am Rande der Gesellschaft stehen, solche, die das Leben nicht genießen, weil sie irgendwo daran gescheitert sind. Einige haben die Schule abgebrochen, haben vielleicht Freundschaften abgebrochen, haben die Fingernägel abgebrochen. Manchen sieht man rein äußerlich schon an, dass sie nervös sind und irgendwie die Dinge nicht im Griff haben. Warum kommt es so weit? Weil Jesus nicht eingeladen wurde. Weil Jesus nicht eingeladen wurde. Denn bei wem Jesus einkehrt, in dessen Herz geschieht tatsächlich etwas. Das ist nicht nur irgendwie so ein psychologischer Trick. Das ist nicht was, was sich die Frommen irgendwie einreden oder so. In meinem und in deinem Inneren geschieht etwas, wenn Jesus plötzlich einzieht. Ja, da wird sozusagen ein Stück Himmel eingerichtet. Wenn Jesus kommt, dann zündet er eine überwältigende Festbeleuchtung an und es bleibt nichts mehr so, wie es vorher war, weil du das Leben plötzlich aus einer anderen Perspektive siehst, weil du plötzlich erkennst, dass es viel mehr gibt als das, was dir Stress bereitet und dass du versuchst, irgendwie möglichst gut durchzukommen durch deinen Alltag. Wenn du Jesus kommen und walten lässt, dann wird sich seine Gegenwart auswirken auf deine Liebe, auf deine Leistungen, auf deine Laune, ja, kurz auf dein ganzes Leben. Der Verlauf der Hochzeit nimmt eine unerwartete Wendung. Der Wein ist ausgegangen, die Bierfahnen hängen auf Halbmast. Die Tanke nebenan ist schon dicht und die Stimmung derer, die noch nicht dicht sind, die sinkt deutlich ab. Da fragt man sich, ob der Gastgeber ein bisschen geizig gewesen ist, ob der schlecht kalkuliert hat oder was der Grund dafür ist, dass bei so einer wichtigen Familienfeier plötzlich kein Wein mehr da ist. Nun, wie auch immer, Jesus soll es richten und so kommt es zu diesem berühmten Weinwunder. Wenn man auf der Suche nach Freude ist, kann man schnell auf eine falsche Fährte geraten. Ich habe mal so ein Stöffchen mitgebracht. Ich habe festgestellt, dass wenn in der Bibel die Rede von Wein ist, dass sehr häufig im Zusammenhang mit Freude von Wein gesprochen wird. Und deswegen habe ich also das mal Freude genannt. Und ich möchte mal mit Ihnen gemeinsam darüber nachdenken, was ist es denn, was uns so Freude macht. Ich habe hier mal ein paar Gläser mitgebracht. Da habe ich Hobby draufgeschrieben, ja. Oh, die habe ich doch. Der Pilotenkoffer ging nicht ganz zu, als ich das drin hatte. Und deswegen musste ich das so weit, wie es ging, reinstecken. Und jetzt kriege ich ihn nicht mehr raus. So habe ich mich so drauf gefreut auf ein Glas Wein hier vorne und kriege den Korken nicht mehr. Hat jemand in der Hosentasche einen Korkenzieher? Nein. Oder ein Taschenmesser, wo sowas dran ist. Daniel, du bist ja der Mann, der hat Kraft, das weiß ich schon, das sieht man auch. Das ist ein leichtes für dich. Ach, guck mal, der hat tatsächlich ein Taschenmesser mit Korkenzieher. Wunderbar. Also ich habe hier ein Glas hingestellt, da steht Hobby drauf. Wir lieben ja unsere Freizeit, gell? Wenn wir, das hört sich doch gut an, da brauchte man noch nicht mal ein Mikro dafür. Wunderbar, vielen Dank. Ja, das habe ich. So. Sehr gut.
Wir lieben unsere Freizeit. Wenn man jetzt vielleicht am Wochenende mal ein bisschen machen kann, was man will und eben nicht diesen Stress in der Firma alleine hat. Ich weiß nicht, was dein Hobby ist, vielleicht dein Computer oder als Frau mal shoppen gehen oder so. Also freie Zeit zu gestalten, das macht Freude, gell? Ja, schmeckt gut. Hobbys machen Freude. So, was noch? Sport. Tennis, Fußball spielen. Schwimmen gehen, ich weiß nicht, was Ihre Sportart ist. Jedenfalls, Sport macht Freude, oder nicht? Und ist gesund. Das Glas ist alle. Du auch, wenn du fertig bist mit Sport. Aber lecker war's. So, haben wir noch was? Oh ja. Also das macht ja in jedem Falle Freude. Party, oder? Also dass man mal, dafür ist ja auch das Wochenende prädestiniert, mal richtig einen drauf machen kann. Viele warten ja ganze Woche, bis endlich Samstag ist und dann geht es richtig rund. Das ist übrigens gleich am Anfang meine Lieblingspredigt. Aber sonntags ist auch dieses Glas leer. Ja? Auch das ist leer. So. Jetzt gibt es natürlich noch manches, was ich hier gar nicht aufgezählt habe. Weiß ich, was Sie antworten würden? Was macht dir am meisten Freude? Da wird wahrscheinlich noch einiges drin sein und zu nennen. So, wisst ihr was? Noch ein bisschen Party. Und auf einmal sind wir an dem Punkt, wo wir feststellen, es ist kein Wein mehr da. Die Gläser sind alle leer. Und irgendwie bleibt man ernüchtert zurück. Es ist kein Wein mehr da. Das ist der Punkt, wo Maria mit Bedauern und auch ein Stück weit fordernd, herausfordernd, Jesus anspricht und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und das ist der Punkt, wo wir plötzlich merken, dass alle diese Dinge keine dauerhafte Freude bringen. Ein bisschen Spaß vielleicht. Viele haben gesagt, Spaß fällt mir ein, wenn ich an Freude denke. Aber ist das dasselbe? Spaß und Freude? Ist Spaß nicht oft so ein bisschen was Flüchtiges, etwas, das schnell vorübergeht, worüber man lachen kann? Und ist Freude nicht sehr viel mehr als das? Im Englischen wird das auch voneinander unterschieden. Fun und Joy, das ist ein Unterschied. Das eine, das kann man irgendwie sogar produzieren. Aber wirklich Joy, wie das im letzten Lied auch so zum Ausdruck kam, ja, da, deine Freude füllt mein Singen. Das scheint mir doch noch etwas anderes zu sein. Jetzt will ich nicht sagen gegen dein Hobby oder Partykeller oder so. Diese Dinge sind ja alle in Ordnung, wie wir sie hier vorne vor Augen hatten. Nichts dagegen, dass wir auch Spaß im Leben haben, aber es ist nicht dasselbe. Und es kann ganz schnell passieren, dass dir deine Witzigkeit vergeht. Also ein Schicksalsschlag und das Lachen bleibt dir im Halse stecken. Und dann macht sich Ernüchterung breit, es ist kein Wein mehr da. Ich sage das einfach, weil ich nicht will, dass du am Ende enttäuscht wirst und dass du am Ende in die Röhre oder in den leeren Flaschenhals schaust. Echte Freude muss nicht unbedingt zum Lachen sein. Nun, Maria, die von den Fähigkeiten ihres Sohnes überzeugt ist, teilt ihm mit, sie haben keinen Wein mehr. Und was macht Jesus? Es ist ja nicht zu leugnen, dass er ihr eine ziemlich ablehnende Antwort gibt. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. So hat uns das Thomas eben vorgelesen.
Allein schon diese Anrede, er sagt nicht Mutter zu ihr oder nennt sie nicht bei ihrem Namen Maria, sondern so ganz, ganz distanziert sagt er Frau. Nun, als eine Frau wie jede andere hat Maria ihm, dem Erlöser der Welt, nichts vorzuschreiben. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Maria versucht, eine Mittlerrolle einzunehmen zwischen hilfesuchenden Menschen und dem Sohn Gottes Jesus. Und genau hier begegnet ihr Jesus in dieser Schärfe. Frau, hier ist eine Grenze erreicht. Denn Mittler zwischen Gott und Mensch ist alleine er selbst, Jesus. Der Apostel Paulus hat das mal so im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2 geschrieben. Er sagt, denn einer ist Gott, davon ist nicht jeder überzeugt. Das weiß ich schon, aber ich bin davon überzeugt, weil ich diesen Gott erlebt habe. Einer ist Gott, setz es doch einfach mal voraus. Einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Deshalb reden wir von Jesus, weil er gekommen ist, um zwischen uns und Gott zu vermitteln. Weil er gekommen ist, um irgendwie eine Verbindung herzustellen zu einem Gott, an den eben viele nicht mehr glauben, den sie nie gesehen haben, den sie auch nicht spüren können, weil irgendwie etwas dazwischen steht. Da musste etwas repariert werden. Das, was wir selber auch durch unsere Ignoranz verursacht haben. Jesus, der Retter, kam in diese Welt, um die Verbindung zu Gott herzustellen. Maria wendet sich inzwischen an ein paar herumstehende Diener. Was er euch sagen mag, das tut, sagt sie zu diesen Männern. Und ich finde, das ist eine bemerkenswerte Aufforderung. Was er euch sagen mag, das tut. Das hier ist noch die Stelle aus dem 1. Timotheusbrief. Diener tun ja normalerweise, was man ihnen aufträgt. Die müssen ja machen, was man ihnen sagt. Jetzt wird den Dienern auf der Hochzeit dieser Auftrag ein bisschen merkwürdig vorgekommen sein, fast 600 Liter Wasser in Krüge zu füllen. Diese Krüge, die sind aufgestellt worden, weil die Leute sich damals bei einer solchen Anlass, bei so einem Anlass erstmal gereinigt, gewaschen haben. Aber das war alles schon erledigt und dann sagt Jesus, füllt die Krüge mit Wasser. Und im 9. Kapitel des Johannesevangeliums, da möchte ich die nächsten Tage auch mit Ihnen drüber reden, gibt es auch so eine Anweisung, die nicht besonders sinnvoll erscheinen mag. Wasch dich, sagt er, zu einem Blinden. Jesus sagt zu einem Blinden, der nicht sehen kann, wasch dir das Gesicht. Wie oft hat er sich gewaschen, ohne dass er danach sehen konnte? Ja? Oder Kapitel 11, Lazarus, komm heraus, hat Jesus gerufen. Der hätte sagen können, geht gerade schlecht, ich bin tot. Lazarus lag in einem Grab und Jesus steht davor und ruft, komm heraus. Oder Kapitel 21, bei den Fischern auf dem See, die hatten die ganze Nacht nichts gefangen. Werft die Netze doch mal auf der anderen Seite raus. Was soll das? Ja, Unsinn. Wenn links keine Fische ins Netz gehen, dann werden rechts wahrscheinlich auch keine reingehen. Aber so hat keiner von den Leuten reagiert, dass sie gesagt haben, das ist irgendwie eine merkwürdige Anweisung. Alle befolgen das, was Jesus sagt. Und die Folge davon ist, aus Wasser wurde Wein. Der Blinde kam sehend zurück. Lazarus hat ein unglaubliches Comeback hingelegt, der kam aus dem Tod zurück und die Netze der Fischer waren mehr als voll, 153 Fische wurden gezählt, das war ein gewaltiger Fang. Zu folgen, was Jesus vorgeht, das hat Folgen und zu befolgen, was er sagt, das macht in jedem Falle Sinn. Die Anweisungen Gottes sind niemals sinnlos. Und wer tut, was er sagt, wer das Wort Gottes ernst nimmt, also nicht nur darin liest, wie Sören sagt, ich habe mal angefangen ein bisschen, sondern das dann auch tut und auf sein Leben anwendet, wie er uns dann weitererzählt hat, der wird froh werden. Und der erlebt Wunder. Ja, der erlebt Wunder, so wie die hier auch Wunder erlebt haben. So steht es in Psalm 119, genau nach deinen Weisungen, Anweisungen zu leben, erfreut mich mehr als alles Gut und Geld. Das macht mich froh, das zu machen, weil ich merke, das ist es. Und das ist richtig, das, was hier steht, ist richtig. Gott hat uns seine Gebote nicht gegeben, um uns zu schikanieren oder zu testen, ob wir auch schön brav sind, sondern er hat uns die Gebote gegeben, damit unser Leben gelingt.
Und wenn wir die Gebote ignorieren, dann tragen wir die Verantwortung dafür, dass in unserem Leben gegebenenfalls etwas kaputt geht. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen, warum wir auch in der Welt von heute den Willen Gottes beachten sollten. Bei uns in Mittelhessen, wo ich zu Hause bin, da haben drei Mädchen einer 10. Realschulklasse einen Artikel in einer Schülerzeitschrift veröffentlicht. Und die Überschrift dieses Artikels war »Mehr über Verhütung nachdenken«. Und die stellen zunächst mal in diesem Artikel eine ganz nachvollziehbare, interessante Analyse. Da steht, in Deutschland werden jährlich rund 14.000 Mädchen im Teenageralter ungewollt schwanger. Da die meisten mit der Situation nicht zurechtkommen, begehen sie Kurzschlusshandlungen. Dazu gehören zum Beispiel Abtreibung und Aussetzung des Kindes. Einige geben ihre Kinder zur Adoption frei. Es kann sogar dazu kommen, dass die verzweifelten und mit der Situation überforderten Mütter Selbstmord begehen oder das eigene Baby töten. Aufgrund des Elterndaseins müssen die jungen Mütter meistens die Schule abbrechen, was zur Folge hat, dass sie keinen Schulabschluss, keine Ausbildung und somit auch kein Geld haben. Bis dahin würde ich sagen, verdient diese Arbeit eine richtig gute Note. Die Mädels haben nachgeforscht, das Problem erschreckend war auf den Punkt gebracht. Und dann kommt aber ihre Folgerung unten. Und da heißt es dann, zu dem frühen Kindersegen kommt es oft, weil die Jugendlichen sich kaum Gedanken über Verhütung machen. Nun, wer sich nicht nach der Bibel richtet, würde sagen, klar, haben Sie recht. Aber unser Schöpfer hat auch in diesem Zusammenhang Anweisungen gegeben. Und auch wenn alle Welt über die vielleicht scheinbar unsinnigen Verse der Bibel lachen, sie zu befolgen, ist trotzdem der beste Weg. Weil der Lösungsvorschlag Gottes ist eigentlich sehr viel naheliegender, als was hier in dem Artikel vorgeschlagen wird. Da lesen wir in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Völlig antiquiert, sagen manche, aber dennoch richtig nach meiner Überzeugung. Wer sich daran hält, der wird froh und da gelingt das Leben. Nun, zu tun, was Gott macht und was Gott will, das macht Sinn und es bewahrt uns vor Unglück, es macht froh, füllt aus und stellt zufrieden. Das ist der Vers, den ich da vorhin genannt habe. Genau nach deinen Weisungen zu leben, erfreut mich mehr als alles Gut und Geld. Es ist mein tiefer Wunsch, dass viele Leute das so erfahren, erleben, auch in dieser Woche sich darauf einlassen. Ich möchte das als Einleitung erzählt haben und das Zeugnis von Sören damit unterstreichen. Ein Zeuge ist ja einer, der sagt, ich habe es so erlebt. Das, also gerade ist scheinbar ein Unfall passiert. Ja, da gibt es Zeugen, die sagen, ich habe gesehen, was da passiert ist. Und wir wollen einfach hier Jesus bezeugen und sagen, ja, es lohnt sich, es macht Freude, es füllt aus. Und ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen und das Ganze noch zu vertiefen, auch jetzt im zweiten Teil dieses Abends. Nebenbei, ich werde nachher von Leuten angesprochen werden, das war Saft. Ja, vielen Dank. Markus, ihr dürft, glaube ich, schon Platz nehmen. Wir werden jetzt eine kleine Talkrunde haben. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt gerne eure Fragen zu schicken. Ich weiß gar nicht, ihr seht gleich was, wie das funktioniert. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen direkt zu Daniel zu schicken. Und wenn ihr keine schickt, dann hat Daniel welche. Und Markus wird die dann beantworten. Einfach so im Gespräch, einfach nochmal um Dinge nochmal zu vertiefen. Vielleicht auch Dinge, die euch auf dem Herzen liegen zu diesem Thema. Anzusprechen. Genau, und ich übergebe jetzt an Daniel und Markus. Vielen Dank. Wir haben uns überlegt, wie kann man das am sinnvollsten gestalten, dass jeder die Möglichkeit hat, eine Frage zu stellen, hier aus dem Plenum oder zu Hause, wer hinter dem Bildschirm sitzt,
Und eine Möglichkeit ist menti.com. Ihr könnt diesen QR-Code scannen oder ihr geht mit eurem Smartphone auf menti.com und gebt da unten diese achtstellige Zahl ein. Und da kann jeder eine Frage stellen, da muss man raufklicken, ein Fragefeld öffnen und jeder kann anonym eine Frage stellen. Wenn ihr jetzt gedacht habt, das ist interessant, was Markus hier gesagt hat, aber wie ist das denn in dem und dem Fall, könnt ihr gerne eine Frage stellen und Markus wird dann versuchen, darauf Bezug nehmen, darauf zu antworten. Wir müssen das ein bisschen interaktiv machen. Sicherlich, wenn jetzt ganz viele Fragen kommen, wir können nicht jede Frage beantworten, dann sitzen wir vielleicht morgen früh noch hier oder ihr geht inzwischen und wir sitzen noch hier. Aber die wichtigsten Fragen, wenn Fragen kommen, möchten wir klären. Ihr habt auch die Möglichkeit, die Fragen zu voten. Also wer sich da reinklickt und sieht, aha, da ist schon eine Frage gestellt, ist dahinter so ein Daumen und da kann man einfach nochmal raufklicken und dann sieht man so den das Voting und wenn wir schon sehen, aha, hier ist eine Frage, die hat ja 10 Daumen nach oben, dann werden wir die wahrscheinlich zuerst versuchen zu beantworten. Okay, also ihr könnt euch damit beschäftigen. Wir können ja schon mal starten mit einer Frage. Ich habe gestaunt. Wir trinken. Zu Ende oder so, was du so trinken kannst. Und gestern standen wir auf dem Markt und hatten da so einen Stand, haben Leute eingeladen und da war jemand aus der Kirche dabei. Und wir haben uns auch natürlich unterhalten und ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht, wir haben uns ausgetauscht. Und er sagte, ja, ich gehe hier in Wismar in eine Blaukreuzgruppe. Und ich hatte als in meinem Leben eigentlich nicht so. Ich habe mal ein Bier getrunken, ich habe mal einen Wein getrunken, aber als ich Rentner geworden bin, hat er gesagt, da habe ich dann doch schon mit dem Nachbarn dann noch ein Bier und dann noch einen Schnaps. Und er sagt, das ging dann in eine ziemlich gefährliche Richtung. Und darüber redet ja der Text auch. Also Jesus hat da ja nicht nur eine Flasche Wein hingestellt und auch nicht nur zwei, sondern das war ja da kann ja ein ganzes Dorf im Vollrausch sein. Also ist das nicht gefährlich, wenn dann einer sagt, ach ja, Jesus hat das ja auch gemacht und dann heute Abend, ich gehe nochmal in den Keller und trinke was. Das kann auch sehr viel kaputt machen. Das ist in jedem Fall so. Und das Beispiel, von dem du erzählt hast, zeigt, dass da keine Alters Gruppierung ausgeschlossen ist. Man denkt vielleicht, ja, in jungen Jahren kann man reinrutschen und dann hängst du drin. Aber das war ja sehr ehrlich, dass da einer erzählt hat, dass er als Rentner dann auch zumindest in die Nähe eines Alkoholikers gekommen ist. Und da könnte man jetzt natürlich die Frage stellen, gibt Jesus dem hier noch ein bisschen Vorschub? Die hatten ja schon so viel getrunken, dass nichts mehr da war. Da haben sie wirklich auch reichlich getrunken. Und dann hat Jesus nochmal für mehr und besseren Wein gesorgt. Wie ist das in diesem Zusammenhang zu verstehen? Ich habe auch darüber nachgedacht und ich habe mal versucht, also ich bin jetzt übers Headset offensichtlich nicht mehr zu hören. Kann man mich trotzdem gut verstehen oder muss ich was machen? Alles gut? Ja. Also ja, jetzt glaube ich geht es besser. Ich habe dann einfach mal ermittelt, wo kommt überall in der Bibel Wein vor. Und ich habe dann also festgestellt, dass es insgesamt 150 Stellen gibt, wo Wein in der Bibel vorkommt. Also da ist nicht die Rede von Alkohol, aber Wein, das ist eben das Getränk gewesen, das gegoren ist und durchaus auch Leute betrunken machen konnte. Und dann habe ich mir aber mal, das ist ja einfach, diese Zahl rauszufinden. Jetzt habe ich mir eine Tabelle gemacht und habe mal eingeteilt, welche dieser 150 Stellen reden positiv über Wein und welche warnen eher davor. Und was meinst du, was das Ergebnis war? Eher positiv.
Also das Ergebnis war tatsächlich 75 Stellen positiv, 75 Stellen negativ. Es war genau 50-50. 50-50, ja, also das sind zusammen 150. Und das ist ja, da denkst du, wenn es so 60-40 ausgegangen wäre, da kann man eine Meinung von ableiten. Aber ganz offensichtlich appelliert Gott ein Stück weit auch an unsere Vernunft. Was mir aufgefallen ist bei den positiven Stellen ist, dass die fast alle oder sogar alle im Zusammenhang mit einem Essen da stehen. Also da geht in Prediger Kapitel 10 ist das, glaube ich, um zu essen bereitet man ein Mahl und Wein erheitert das Leben. So, das ist ein Beispiel. Oder in Psalm 104 gibt es so eine Stelle, Wein, der das Menschenherz erfreut. Aber vorher geht es um Korn, was die Erde hervorbringt, um Brot zu machen, also Brot und Wein. Und auch im Zusammenhang mit Abendmahl ist ja immer Brot und Wein, also immer mit einem Essen. Es scheint so zu sein, dass unser Organismus, oder das ist ganz sicher so, anders auf ein Glas Wein reagiert beim Essen, als wenn ich ihn nur so zur Ablenkung, ja, nebenbei und dann noch ein Glas und noch ein Glas. Also die einen Stellen warnen, dass wir uns nicht berauschen sollen, aber die Bibel verbietet das keineswegs. Das ist irgendwie ein Appell an unsere Vernunft, geht wirklich maßvoll damit um. Und das finde ich schön, ja, dass Gott uns selber auch zutraut, dass wir hier sind. Und ich finde das auch gut von dem Mann, dass er sagt, da habe ich eine Gefährdung gesehen und ich habe da reagiert und habe mich dieser Gruppe da anvertraut. Denn das ist natürlich eine ganz schreckliche Sache, wenn wir plötzlich nicht mehr uns unter Kontrolle haben. Und da würde ich jedem sehr empfehlen, sich dann auch jemandem anzuvertrauen und letztendlich sich auch hier von Jesus helfen zu lassen, der sagt, ich mache euch frei, ja, auch von so einer Abhängigkeit, die vielleicht schon eingetreten ist. Genau. Das hat er mir auch gesagt. Und haben ja auch andere schon gesagt, dass sie mit Gottes Hilfe von dieser Alkoholsucht befreit wurden. Fehlt das vielleicht so ein kleines Nebenthema, kleiner Nebenschauplatz? Es sind drei Fragen gekommen. Eine Frage, die kann ich sogar beantworten, würde ich sagen, nämlich wo Mittelhessen ist, aber das können wir vielleicht auch später klären. Vielleicht Gießen, ja, das ist nicht so weit von uns. Das ist also der Teil von, ja, in der Mitte von Hessen. Nordhessen ist Kassel, Südhessen ist Wiesbaden und in der Mitte wohne ich. Glaube ich, durch, aber ist egal. Eine Frage, die, glaube ich, sich mehr lohnt, Gedanken drüber zu machen. Du hast von Zeugen gesprochen und das hier eine Frage. Zeugen gibt es ja auf beiden Seiten. Zum einen wird hier geschrieben, Personen, die diese Freude bezeugen. Zum anderen Personen, die versuchen, in Jesus Freude zu finden, aber sie nicht gefunden haben. Was sagt? Ja, ich kenne so einen, der ist im Hinduismus groß geworden, Intuyan heißt der, und er hat mir mal gesagt, seitdem ich Jesus in mein Leben reingelassen habe, geht alles schief und ich bin unglücklich, tatsächlich. Und ich glaube, dass wir die Garantie nicht haben, dass wir froh werden im Sinne von, es gelingt alles. Wir sind in dem Sinne gesegnet, dass wir also plötzlich unser Auskommen haben und so. Die Garantie haben wir nicht. Also wenn Jesus in unserem Leben ist, gibt es durchaus auch Schwierigkeiten. Also gibt es vielleicht dann alte Freunde, die sagen, wie ist denn der plötzlich drauf? Und das hat Intuyan so erlebt, ja, dass Leute ihn abgelehnt haben. Das empfinden durchaus auch ein ganzer Teil derer, die dann Christen geworden sind. Das garantiert uns Gott auch nicht, dass alles glatt läuft. Aber was er schenken möchte, ist sehr wohl, dass er uns Frieden schenkt. Ja? Also einen inneren Frieden, der natürlich dann auch mit Freude zu tun hat. Du hast das, Thomas, vorhin so gesagt, er hat diesen Stress gehabt, aber dann haben wir uns gemeinsam im Gebet nochmal darauf besonnen, worum es heute Abend geht, und ich bin wieder geworden. Also ich glaube,
wenn wir auf die Umstände schauen, haben wir schon viel Grund, auch Angst zu haben und uns nicht zu freuen. Aber wenn wir auf Jesus schauen, haben wir immer Grund, uns zu freuen, weil er absolut beständig ist. Und so. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch mache. Ich freue mich in dem Moment, wo ich mich auf Jesus konzentriere, weil er mein Heiland ist, der alles gut gemacht hat, der mich über dieses Leben hinaus in die ewige Seligkeit retten will, selbst wenn hier auf der Erde nicht mal alles so schön ist, wie wir uns das wünschen. Gott selbst. Und das mal so. Es läuft nicht alles glatt als Christ. Ja. Genau, und eine Frage zum Abschluss. Tut Gott immer noch solche Wunder? Ja, ich bin überzeugt davon, dass Gott heute nicht zu alt geworden ist, dass er keine Wunder mehr tun könnte. Das, was er früher getan hat, das kann er auch heute noch. In der Bibel stelle ich allerdings fest, dass es immer so Konzentrationen von Wundern gab. Es gab eine Konzentration bei Mose beim Auszug aus Ägypten. Es gab so eine Konzentration bei Elia und Elisa, zwei Propheten von anderen. Mal jemand was zu trinken. Nein, ich hatte ja schon genug. Vielleicht liegt es daran. Bei Elia, bei anderen Propheten lesen wir das nicht, dass da viele Wunder passiert sind. Dann sind bei Jesus ganz viele Wunder passiert. Da hat man ein Beispiel heute Abend. Und bei den Aposteln sind Wunder passiert. Also vier Konzentrationen hast du. Und jedes Mal hat Gott etwas Besonderes damit angekündigt. Also das Gesetz Mose, die Propheten, das, was Gott mitzuteilen hat, Jesus, die Erlösung und die Apostel, die das dann weitergeben dürfen. Dankeschön. Sehr aufmerksam. Das sind so ganz wesentliche Stationen in der Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt. Dass er heute hier und da Wunder tut. Und ich habe schon auch Gebetserhörungen erlebt, wo ich sage, das kann unmöglich Zufall gewesen sein. Das steht außer Zweifel, dass Gott auch Menschen, die krank waren, unheilbar krank waren, gesund gemacht hat. Auch davon habe ich einige kennengelernt. Das passiert sehr wohl heute noch. Aber diese, ich sag mal, spektakuläre Ballung von Wundern, wie bei diesen vier Beispielen, die ich genannt habe, haben, glaube ich, schon auch etwas mit einer Bestätigung, einer ganz besonderen Bestätigung von Gott zu tun. Hier beginne ich jetzt gerade was Neues. Das Gesetz, es ist von mir, Leute, da passieren Wunder, große Dinge. Die Propheten, ich habe sie gesandt. Jesus, das ist mein Sohn. Das haben die Juden übrigens erwartet. Der Messias würde sich durch Wunder dann auch auszeichnen. Und dann die Apostel als Gesandte, einfach als Bestätigung, hier geht die Geschichte nun auch weiter. Vielen Dank. Wer noch eine Frage hat, wo er denkt, das möchte ich vielleicht persönlich besprechen. Markus, du wirst hier gleich noch hier vorne sein, wenn wir jetzt noch ein gemeinsames Lied singen. Du wirst den Abend noch hier sein. Thomas wird noch was dazu sagen. Also das war einfach mal so ein öffentliches Format, wo man Fragen stellen kann. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass damit alles erledigt ist, sondern das ist der Vorteil von denen, die direkt hier sind, in Präsenz. Sie können direkt hier vorkommen und mit dir reden. Kurzer Satz oder Gedanke. Der Text von heute Abend endete, und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Das wünschte ich mir. Ob jetzt Wunder passieren in deinem Leben, ja, dass da sich Wein vermehrt oder ein Blinder wieder sehend wird oder nicht, dass du zum Glauben kommst, das wünsche ich dir. Denn da wird ein Mensch sehend. Auf einmal siehst du die Dinge klarer. Und wenn das eine Folge von so einem Abend wie heute ist, du kommst zum Glauben, du findest Frieden, du erlebst etwas, wie Sören uns das erzählt hat, dann hat diese Veranstaltung Früchte getragen, und darum beten wir, darum ringen wir, und darum ist Jesus in diese Welt gekommen, um uns zu erretten und eben dieses große Geschenk des ewigen Lebens zu machen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Und ja, schön, dass das geklappt hat mit den Fragen stellen. Genau, mir bleibt jetzt noch ein paar Ansagen zu machen, und danach werden wir noch ein gemeinsames Lied singen. Aber ich würde jetzt schon, oder nein,
wir hören jetzt das Lied und die Ansagen mache ich danach, sonst ist das ein Break. Ist es besser. Wir hören jetzt noch ein gemeinsames Lied. Ihr dürft gerne wieder mitsingen und danach werde ich noch ein paar Ansagen machen. Dank, ihr Lieben, dass ihr uns mit hineinnimmt in die Anbetung Gottes. Und ich möchte, bevor ich die Ansagen mache, noch einmal mit uns beten und genau den Abend damit auch so offiziell beenden. Vater, wir möchten dir Danke sagen, dass wir zu dir kommen dürfen. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir bei dir wirklich Frieden finden und Freude finden, die nicht vergeht. Und ich danke dir, dass wir das erleben dürfen, wenn du in unserem Leben bist. Dann ist das möglich. Dann ist das nicht nur eine Theorie, eine Wunschvorstellung, sondern es ist etwas, was du wirklich möglich machst. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Ich möchte dir Danke sagen, dass ja, solche Wunder, wie wir sie gerade gelesen haben, dass du solche Wunder getan hast und dass Menschen dadurch an dich geglaubt haben. Und das wünsche ich mir für uns heute Abend, dass Menschen glauben können, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Mittler bist zwischen Mensch und Gott, so wie wir es heute gehört haben. Vielen Dank für diesen Abend, vielen Dank für diese Möglichkeit, über dich nachzudenken. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Abend in deine Hand hältst und einfach mit jedem Einzelnen gehst auf dem Weg nach Hause an diesem Abend. Amen. Amen. Ja, noch ein paar Ansagen zum Ende für heute, das Ende ist noch nicht so wirklich da, wir haben noch die Möglichkeit hier zu bleiben, ihr dürft, seid herzlich eingeladen, nebenan gibt es noch einige Snacks, einige Getränke, wo ihr einfach Zeit habt zum Verweilen, verteilt euch hier gerne, die Räume sind groß genug, sucht noch Möglichkeiten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, Daniel hat es schon gesagt, wer noch Fragen hat, der ist herzlich eingeladen, wirklich auch diese Fragen zu stellen, geht bitte nicht nach Hause,
mit Fragen auf dem Herzen. Markus wird hier vorne sein, wird ja da auch für Gespräche offen sein. Auch andere Mitarbeiter stehen da bereit für Fragen, für Gespräche. Nebenan gibt es außerdem einen Büchertisch, wo ihr gerne einmal rüberschauen dürft, wo ihr gerne einmal gucken dürft, ob es da was Interessantes gibt für euch. Da gibt es auch Dinge, die kostenlos zum Mitnehmen sind. Schaut da gerne einmal vorbei. Dort ist auch eine Infotafel von dem Hilfsverein, von dem christlichen Hilfsverein hier in Wismar. Ja, lest da auch gerne rüber, informiert euch einfach mal auch über diese Arbeit. Ja, und dann bleibt mir jetzt nur noch euch einzuladen zu morgen Abend. Morgen Abend wird das Thema sein Glaube, nicht Wissen, Fragezeichen. Dazu morgen um 19 Uhr mehr. Ab 18 Uhr besteht die Möglichkeit, wieder herzukommen. Die Türen sind geöffnet, sodass ihr dann die Möglichkeit habt, einfach wieder dabei zu sein. Und schon mal ein Ausblick nach vorne. Nach der Evangelisation am 22.09., da müssen wir noch eine Folie machen, gibt es einen Glaubensgrundkurs. Also wenn man wirklich daran interessiert ist, darüber nachdenken möchte, Schritt zu gehen im Glauben, dann besteht da die Möglichkeit, sich hier zu treffen oder auch die Möglichkeit, einfach mit jemandem gemeinsam in der Bibel zu lesen. Ja, solche Möglichkeiten bestehen nach diesen Tagen und das wollte ich einfach schon mal mit ansagen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit, eine gute Gemeinschaft. Es ist ja noch relativ früh, dass man den Abend noch ein wenig hier ausklingen lassen kann. Bis morgen Abend. Auf Wiedersehen.